Frieden und Liebe ist mit uns allen, von Gott, unserem himmlischen Vater, und von Jesus Christus, unserem Heiland und Erlöser. Amen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Liebe Gemeinde, mit dem vierten Vers aus dem fünften Kapitel vom 1. Johannesbrief begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Der Vers wird auch dann der heutige Predigttext sein. Damit ist auch schon gesagt, dass es im heutigen Gottesdienst unter anderem speziell um den Glauben geht. Um den Glauben geht es auch bei der Taufe. Ursprünglich haben sich nur Menschen taufen lassen, die ganz bewusst an Gott und an Jesus Christus geglaubt haben, wenn sie als Erwachsene die ersten Christen zum Glauben gekommen sind. Und wenn wir heute Kinder taufen dürfen, dann versprechen die Eltern auch, dass sie ihr Kind auf seinem Weg zum Glauben an Jesus als seinem Heiland und Erlöser und an Gott, seinem himmlischen Vater, begleiten. So freue ich mich, dass ich heute auch Familie Ellig Albert unter uns willkommen heißen darf. Sie bringen ihre Fiona zur Taufe. Ganz besonders unter uns willkommen heißen darf ich heute am Muttertag natürlich all Mütter und auch Grossmütter, ja, all Frauen, die in diesen Gottesdienst gekommen sind. Schön, dass ihr an eurem Tag jetzt mit uns zusammen den Gottesdienst feiert. Zu unserem Glauben gehört auch, dass wir Gnade und Treue von unserem Herr Jesus Christus kennen und ihm vertrauen. So wenn wir miteinander ins Lied 557 einstimmen, allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnade und große Treue. Das ist das Lied 557 oder auf der Leinwand. Wir singen alle 6 Strophen.
wem es gut möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass deine Gnade wirklich jeden Morgen, jeden neuen Tag frisch und neu ist. Danke begegnest du uns immer wieder mit deiner Liebe. Danke hast du uns jetzt auch in den Gottesdienst gerufen. Du weißt, was uns noch bewegt von der vergangenen Woche. Hilf uns, dass wir ob all dem ruhig werden können und dass wir ganz auf dich hören können. Hilf uns auch, dass wir dein Wort verstehen können. Zeig uns, was dein Wort gerade an uns ganz persönlich bewirken möchte. Danke, Herr, dürfen wir in diesem Gottesdienst auch die Fiona taufen. Dürfen wir wissen, dass du sie von allem Anfang an gern gehabt hast, dass du sie so hast wollen, wie sie ist. Danke, dürfen wir uns alles bewusst sein, dass du in der Taufe nicht nur zur Fiona, sondern zu uns allen sichtbar Ja sagst. Amen. Ja, schön dürfen wir jetzt die Fiona Ellig taufen und damit in die weltweite Gemeinde von Jesus Christus aufnehmen. Die Fiona Ellig ist die Ersttochter von Rico Ellig und von der Tatjana Ellig, geborene Albert. Sie ist am 22. Oktober letztes Jahr auf die Welt gekommen. Dass die Fiona am 8. Mai getauft wird, dass oder später euch erinnern, dass sie am 8. Mai getauft worden ist. Das könnt ihr euch als Eltern ja dann ganz gut merken. Ihr führt heute euren ersten Hochzeitstag. Herzliche Gratulation. Ja, dürfen wir gratulieren. Auch zu eurer herzigen Tochter. Sie ist ein ganzes zufriedenes, aufmerksam und freundliches Mädchen. Hat mich jetzt gerade in diesem Moment auch wieder angelacht. Dazu gehört auch, zum lieb und freundlich sein, dass sie ihre Eltern gut schlafen lässt. Sprich, sie ist selber eine Langschläferin. Du hast mir gerade vorhin noch gesagt, du hättest sie heute Morgen müssen wecken, weil sie sonst damals bis um 9:30 oder 10 schlaft. Also, hat mich draussen auch noch ein bisschen verschlafen gedunkt, aber jetzt habe ich das Gefühl, sie ist wieder munter. Sie lacht sehr viel und ist auch eine Starke und hat zum Beispiel ihren Kopf schon ganz früh gehalten. Dass Fiona sehr lebhaft ist und immer etwas muss gehen, habe ich beim Taufbesuch selber auch gesehen, wo sie zwischendurch einfach so einmal ihre Mami hat wollen im Backen beissen und klüben. Magst du dich noch besinnen? Für die Taufbesinnung möchte ich von dem Bibelvers ausgehen, den ihr als Taufsegen für eure Fiona ausgesucht habt. Es ist der 31. Vers aus dem 5. Kapitel vom Buch Richter. Die den Herrn lieb haben, sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die den Herrn lieb haben sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Der Vers steht am Schluss von einem längeren Lied im Buch Richter. Das Lied, wo Deborah als Frau eine Ausnahme als Richterin zu selber Zeit über 1000 Jahre vor Christus gesungen hat, nachdem sie dem Volk Israel mit Gottes Hilfe zu einem Sieg über Find geholfen hat.
sie hat es persönlich erlebt, dass Gott ja ihre Kraft gegeben hat und dass die, die zu Gott gehebt haben, eben wie eine Sonne sind und leuchten. Ich denke, der Vers passt auch noch gut zur Fiona, die so ein Strahlemädchen ist. Und in diesem Vers wird auch gesagt, dass wir im Glauben dürfen Grund haben zum Strahlen, eben wie eine Sonne. Im Vertrauen auf Gott, unseren himmlischen Vater und auf unseren Herr Jesus Christus, dürfen wir all das überkommen, was wir zum Leben wirklich brauchen. Auch Dankbarkeit, Freude, Zufriedenheit. Ihr möchtet eure Fiona auf dem Weg zum Glauben an Gott und an Jesus Christus begleiten und um das bekräftigen und festmachen, wenn wir jetzt die Fiona taufen, ihr dürft mit ihr vorkommen. Sandra, du darfst auch vorkommen. Sandra Kropf hat die wunderbare Taufkerze gestaltet für Fiona. Gott und Götti, ja, sollten wir auch noch haben. Oh, sie dürfen auch mit vorkommen. Komm du gerade zum Täufling über. So frage ich euch, liebe Eltern und Taufpaten, wenn ihr eure Fiona in der Taufe von unserem Herr Jesus Christus taufen lasst und versprecht ihr, sie im Sinn und Geist von der christlichen Nächstenliebe und im Glauben an Jesus zu erziehen und zu begleiten, dann bestätigt das mit Ja. Dann darfst du, Sandra, das Kerzchen nehmen und mit dem die Taufkerzen anzünden. Früher war es ein Brauch, dass man Taufkerzen, vor allem auch angezündet hat, am Jahrestag von der Taufe, werdet ihr ja eben, wie gesagt, nicht vergessen. Und man darf es auch am Aber man darf die Taufkerze auch sonst anzünden. Wenn Fiona besondere Freude erlebt hat, kann man die Taufkerze anzünden und sagen, du, der liebe Gott, freut sich jetzt mit dir. Er möchte, dass du dich kannst freuen kannst. Oder wenn sie traurig ist wegen irgendetwas, darf man die Taufkerzen auch anzünden und ihr sagen, ja, der liebe Gott weiss, dass du jetzt auch traurig bist und er möchte dein Licht sein. Hallo, Fiona. Fiona Hellig, ich taufe dich im Namen von Gott, dem himmlischen Vater, von seinem Sohn Jesus Christus, dem Heiland und Erlöser, und vom Heiligen Geist, er möge dich auf deinem ganzen Lebensweg begleiten. Fiona Hellig, die den Herrn lieben, lieb haben, sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Amen. Das eine Gotti hat die Fiona dürfen übernehmen und das andere Gotti tut mit uns beten. Du bist zum Mikrofon vorgekommen. Lieber Gott, gib mir die Kraft, meinem Patenkind Fiona im Leben stets eine gute Patin zu sein. Bitte hilf mir,
ihre Partnerin zu sein, wenn sich Fiona alleine fühlt. Eine Zuhörerin, wenn Sorgen sie plagen. Eine Ratgeberin, wenn sie nicht weiter weiß. Eine Gelehrte, wenn sie nach neuem Wissen strebt. Lieber Gott, ich möchte nicht aufdringlich sein, aber lass mich finden lassen, wenn sie mich sucht. Lass mich hören, wenn sie mich ruft. Lass mich ihr beistehen, wenn sie in Not ist. Großer Gott, gib mir die Kraft, eine gute Patin für mein Patenkind zu sein. Amen. Das bitten wir für auch den Götti und die anderen Götter, die Eltern, Großeltern. Herr, hilf du allen Bezugspersonen von der Fiona, ihre das zu geben, was sie braucht. Amen. Jetzt stimmen wir ein ins Tauflied 182 oder auf der Leinwand. Kind, du bist uns anvertraut. Dir nochmal danke für die Taufkerze, ist ganz schön. Als Schriftlesung hören wir vom Psalm 66, Vers 1 bis 9. Jubelt Gott zu, all ihr Länder, singt Psalmen zur Ehre seines Namens, lasst sein Lob auf herrliche Weise erklingen, sagt zu Gott, wie ehrfurchtgebietend sind doch deine Taten, wegen deiner großen Macht müssen selbst deine Feinde unterwürfig vor dich kommen. Alle Länder werden sie dich anbeten und vor dir sich beugen und dir Psalmen singen. Ja, deinen Namen werden sie besingen. Kommt und seht, welch große Taten Gott vollbracht hat. Erhaben und erschreckend zugleich ist sein Handeln an den Menschen. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Trockenen Fußes konnte unser Volk auch den Jordan durchqueren. Dabei freuten wir uns über unseren Gott.
In seiner Macht herrscht er für immer und ewig. Seine Augen blicken wachsam auf die Völker. Widerspenstige Menschen sollen es nicht wagen, sich gegen ihn zu erheben. Preist ihr Völker unseren Gott, lasst mit lauter Stimme sein Lob erklingen. Er belebt unsere Seelen und bewahrt unsere Füße vor dem Stolpern. Jubelt Gott zu. Mit diesen Worten hat die Schriftlesung der Psalm 66 angefangen. Passend zu unserem heutigen Sonntag mit dem offiziellen Namen Jubilate, der Aufforderung, Gott zuzujubeln. Das Lied 41 jauchzt alle Völker, die wir jetzt singen wollen, ist eine Vertonung von dem Psalm 66. Lied 41, wir singen die Strophe 1 und 3. Liebe Gemeinde, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der kurz und bündig Satz, der zweite Teil vom vierten Vers aus dem fünften Kapitel vom 1. Johannesbrief, ist also unser heutiger Predigttext. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist einer von diesen Bibelversen, wo ihm eigentlich gerade jedes Wort angekumpelt. Unser Glaube, der Sieg, die Welt, überwinden. Und wenn wir die Worte heute hören, in unserer Zeit und in der gegenwärtigen politischen Weltlage, dann kommen die Worte eine neue, eine tragisch aktuelle Bedeutung über. Russland und die Ukraine, wo beide an ihren Sieg glauben, wo beide Seiten alles dran setzen und dafür kämpfen, dass sie nicht die Welt, aber, oder sondern
ihren Gegner könnt überwinden, dass sie letztlich siegen. Siegen, gewinnen, den Gegner überwinden, das ist auf unserer Welt etwas ganz Wichtiges. Sieger werden bewundert. Sieger kommen vorwärts. Sieger bringen es zu etwas. Sieger gibt es nicht nur im militärischen Konflikt, sondern auch sonst im Leben. Und sogar dort, wo man nicht ausgesprochen, so wie im Sport, von Sieger redet. Die, die Kantiprüfung bestehen, eine Lehrstelle finden, sich gegen 20 andere Bewerber bei einer guten Arbeitsstelle durchsetzen, sich ein eigenes Haus leisten können, als junge Schnaufer, schon im BMW Sportcabriolet mit rührendem Motor durch die Strasse können brausen. Die und noch manche andere, die besser als die anderen abschneiden, das sind doch die Sieger. Oder sie fühlen sich mindestens so oder werden auch so angeschaut. Schon im Kindergarten gibt es immer wieder einmal Kinder, wo sie wie in Fleisch und Blut liegt, sich immer und überall mit anderen zu messen und immer und überall und um jeden Preis müssen zu gewinnen, müssen besser sein als die anderen. Die Evolutionstheorie geht noch einen Schritt weiter und sagt, nur der Stärker, nur der Sieger überlebt. Der Schwach, der Verlierer geht unter. Und damit ist auch gesagt, wo Sieger gibt, da gibt es auch Verlierer. Der eigene Sieg geht auf Kosten von anderen. Im Sport, zum Beispiel im Tennis, da kommt nur der weiter, der den Match gewonnen hat, der andere scheidet aus. Und am Schluss lässt sogar der den Kopf hängen, wo alle anderen Spiele gewonnen und nur das Finale verloren hat. Und so manche Sieg geht nicht nur auf Kosten von anderen, sondern sogar auf die Kosten vom vermeintlichen Sieger. In einem Krieg ist das offensichtlich. Aber auch im ganz persönlichen Bereich. Bei einem Wüsten-Ehekrach, bei einer Auseinandersetzung mit Kollegen oder am Arbeitsplatz hat man vielleicht zwar seine eigene Meinung und seinen eigenen Willen können durchsetzen und man geht als Sieger hervor, aber man hat dabei vielleicht viel Vertrauen, Respekt, Wohlwollen oder sogar den Frieden verloren. Da kommt es natürlich auch noch darauf an, wie man kämpft und wie man gewinnt. Und doch ist es grundsätzlich so, wer auf unserer Welt will Sieger sein, der muss andere besiegen oder man könnte auch sagen, überwinden. Wer wird aber Sieger? Die Besseren, Gescheiteren, Geschickteren, Stärkeren? Da spielt alles sicher eine wichtige Rolle. Aber für einen Sieg braucht es noch eine weitere Voraussetzung. Man muss auch an seinen Sieg glauben, um wirklich zu gewinnen. Wie manchmal hat im Sport doch schon ein Reporter oder Kommentator gesagt, dass die Wettkämpfer oder eine Mannschaft nicht mehr an ihre Chancen glauben oder dass sie sich aufgeben haben. Wenn ein Sportler nicht mehr an Sieg glaubt, dann hat er eigentlich schon halbwegs verloren. Und außerhalb vom Sport ist es genau gleich. Wissenschaftler haben einmal ein Experiment gemacht. Sie haben mit allen Schülern von einem ganzen Jahrgang von einer grösseren Schule verschiedene Intelligenz- und Wissenstests gemacht. Am Schluss haben sie 3 Schüler ihren Eltern und ihren Lehrern gesagt, die 3 seien überdurchschnittlich intelligent und begabt. Was weder die Schüler noch ihre Eltern noch die Lehrer gewusst haben, ist, das hat gar nicht gestimmt. Die 3 waren durchschnittlich. Aber von jetzt an haben sie selber und all um sie herum geglaubt,
dass sie eigentlich besonders gut sind. Und wo man den Test ein Jahr später wiederholt hat, sind sie es tatsächlich auch gewesen. An seinen Sieg glauben, die anderen überwinden, ja vielleicht sogar der oder die Beste von der Welt werden, Weltmeister. In unserem Predigtext kommen zwar die gleichen Wörter auch vor, aber es geht trotzdem alles ein bisschen anders aus. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Da geht es nicht um den Sieg. Da geht es nicht um den Glauben an unseren Sieg, sondern es geht um unseren Glauben, wo der Sieg ist. Und unser Glaube ist dann nicht der Glaube an uns selber und an unsere eigene Stärke. Für Johannes, der unseren Predigtvers geschrieben hat, bedeutet Glaube, Glaube, dass Jesus der Sohn von Gott ist, unseren Heiland und Erlöser, der für uns gestorben und auferstanden ist, damit wir das Leben, das ewige Leben, können haben. Und ein ganz wichtiger Aspekt von Johannes, seinem Glaubensbegriff, ist die Liebe. An Gott glauben heisst für ihn auch, an den Gott lieben, wo selber die Liebe ist. Und Gott lieben heisst auch die Menschen lieben. Und zwar nicht nur mit Wort, sondern in Tat und Wahrheit. Wir spüren es. Der Glaube ist ein anderer Glaube als der Glaube an einen Sieg über die anderen, wo die anderen zu Verlierer werden. Der Glaube lässt auch die anderen zu Sieger werden, ohne dass man den Weg selber zum Verlierer werden müsste, weil man die anderen gern hat. Bei diesem Glauben gibt es keine Verlierer, denn der Glaube ist ein Glaube an den Sieg von Gott. Und an Sieg von dem Gott, wo all Menschen gern hat und wo ihnen das ewige Leben schenken möchte. An Sieg von dem Gott, wo all Menschen, wo an ihn und seinen Sohn Jesus Christus glauben, zu Sieger lassen werden. Während der Glaube an eigenen Sieg Menschen tatsächlich auch immer wieder lässt, zu Sieger werden, so ist der Glaube an unseren lebendigen Gott schon der Sieg. Und unser Glaube an unseren lebendigen Gott ist auch ein anderer, ein andersartiger Sieg als sonst ein Sieg auf dieser Welt. Normalerweise ist ein Sieg über andere und ein Sieg innerhalb von der Welt, wo der eine oder der andere besiegt und die andere der eine. Aber der Sieg von unserem Glauben, der Sieg von Gott, ist nicht ein Sieg innerhalb der Welt, sondern ein Sieg über die Welt. Ein Sieg, wo nicht der Gegner überwindet, sondern wo die Welt überwindet. Was bedeutet aber dann eigentlich der Sieg über die Welt, beziehungsweise der Sieg, wo die Welt überwindet? Es bedeutet, dass nicht mehr die Maßstäbe dieser Welt zählen, sondern die Maßstäbe von Gott. Ein Maßstab dieser Welt ist zum Beispiel eben, dass man besser sein muss, die anderen besiegen muss, um es zu etwas zu bringen. Und der Maßstab von Gott ist, dass wir unsere Begabungen und Fähigkeiten zum Wohl von allen sollen und dürfen einsetzen. Ein anderer Maßstab dieser Welt ist, dass man einander nicht schuldig bleibt und umgibt. Und der Maßstab von Gott ist, dass wir sogar unsere Feinde lieben. Ein anderer Maßstab dieser Welt ist die Macht vom Geld. Und der Maßstab von Gott ist, dass man nicht dem Geld, sondern ihm dient. Oder dann gibt es den menschlichen Maßstab von weltlicher Gerechtigkeit, wo jeder überkommt, was er verdient oder leistet, oder dass er entsprechend seiner Schuld bestraft wird.
Aber der Maßstab der Gerechtigkeit von Gott ist, dass jeder das überkommt, was er braucht und nötig hat. Und dass Gott uns unsere Schuld eben im Glauben an Jesus Christus vergibt. Dass er uns gerecht macht. Ein weiterer Maßstab vom Sieg auf dieser Welt ist der vom Recht vom Stärkeren, wo die anderen, zum Beispiel in einem Krieg, sogar wortwörtlich vernichten dürfen. Und der Maßstab von Gott ist, dass er uns seinen Frieden schenkt. Und der letzte und entscheidende Maßstab von dieser Welt ist, dass letztlich alles vergänglich ist. Sei es Reichtum oder Macht, Erfolg oder Ansehen. Und dass der Tod am Schluss alles Leben zerstört und wertlos macht. Dass der Sieg dem Tod und der Vergänglichkeit gehört. Aber der Sieg von Gott ist, dass er die Macht vom Tod gebrochen hat. Dass uns niemand und nichts von seiner Liebe kann trennen kann. Weder der Tod noch das Leben, dass unser Leben wertvoll ist und wertvoll bleibt und dass wir im Glauben an unseren auferstandenen Herr das ewige Leben werden erben. Das ewige, wertvolle Leben, das schon da auf dieser Welt anfängt und in Gottes ewige Herrlichkeit führt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Vers ist übrigens auch eine beliebte Inschrift von Kirchenglocken. Das Glied von einer Glocke mit dieser Inschrift soll die Botschaft vom Sieg vom Glauben hörbar in unsere Welt heraustragen. Man könnte unseren Predigtvers auch mit einem Sprichwort zusammenfassen. Glauben macht selig. Wenn man das allerdings zu jemandem sagt, dann meint man es häufig ironisch. Dann könnte man das auch mit dem Wort umschreiben, bist selber schuld, wenn du so etwas Unmögliches glaubst. Zum Beispiel, dass ein Politiker das einhaltet, was er vor den Wahlen versprochen hat. Aber unser christlicher Glaube ist nicht ein Glaube an etwas Unmögliches. Es ist der Glaube an etwas, das real erlebbar ist. Und zwar für jeden und jede Einzelne von uns. Nämlich der Glaube an die Liebe von Gott, wo in und durch Jesus Christus sichtbar worden ist. Und darum macht dieser Glaube tatsächlich selig. Selig im ursprünglichen Sinn vom Wort. Nämlich, dass Gott selber die Trennung zwischen sich und uns aufhebt. Dass er uns einfach annimmt, so wie wir sind. Amen.
Zum Gebet bitte ich euch aufzustehen. Herr Jesus Christus, der Glaube an dich als unseren Heiland und Erlöser und an Gott, dein und unseren himmlischen Vater, ist der richtige Sieg. Der Sieg nicht innerhalb dieser Welt, sondern über die Welt. Denn unsere Welt ist geprägt von Konflikt und Auseinandersetzungen. Von Menschen, die besser und stärker sein wollen als die anderen. Hilf allen, die einen Ehrgeiz haben, dass es ein gesunder Ehrgeiz ist, dass sie nicht damit anderen überwinden oder zerstören. Ja, du weißt um die grossen Konflikte auf unserer Welt. Krieg, Not und Elend. Wo Menschen sich gegenseitig unsägliches Leid zutun. Herr, wirk du in unserer friedlosen Welt durch deinen Frieden. Bist du bei allen Menschen, ob in der Ukraine oder in einem anderen militärischen Konflikt, wo unter dem leidet, dass ihr Leben bedroht ist oder sie das Leben von anderen müssen zerstören. Herr, hilf uns, dass wir in unserem Alltag können glauben können. So glauben, dass wir den Unfrieden von dieser Welt können überwinden. In der Stille vom persönlichen Gebet, wenn wir jetzt die Menschen und Anliegen vor dich bringen, die uns heute Morgen ganz persönlich bewegen. Danke, Herr, siehst du in unsere Herzen, weißt du, was uns bewegt. Dir gehören Lob, Preis und Herrlichkeit, jetzt und für immer. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Wir stimmen ein ins Lied 656. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. 656, Strophe 1 bis 3. Thank you.
Am letzten Freitag haben wir vom Elsie Öster, geborene Wiesen, müssen Abschied nehmen. Das Elsie Öster war die Witwe von Gottfried Öster und ist am 30. April, 6 Tage vor ihrem 95. Geburtstag, verstorben. Sie war früher am Schulgläschen 44 in Adelboden daheim und die letzten gut 2 Jahre in der Stiftung Lohner. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Leben, das du am Elsie Öster auf dieser Welt geschenkt hast. Danke für alles, was sie anderen Menschen hat dürfen sein und bedeuten, für die Liebe, die sie ausgestrahlt und weitergegeben hat. Danke dürfen wir wissen, dass es du nach ihrem lieblichen Tod jetzt mit ihr richtig machst. Und wir bitten dich für all, die um sie trauern, schenk du ihnen deinen wahren Trost. Amen. Ich darf Ihnen Kollekte vom vergangenen Sonntag verdanken für die Organisation Save the Children, die ärmste Kinder in der Schweiz und im Ausland unterstützt, hat 586 Franken ergeben. Auch die heutige Kollekte möchte ich Ihnen herzlich empfehlen. Sie ist bestimmt für das Kids-Haus von Simon und Simone Allenbach in Nordindien. Die Einheimischen kennen den Simon und Simone, sind Adelbodner und wir dürfen wissen, dass da jeder Franken als richtigen Ort geht. Anschliessend an den Gottesdienst ist Kirchgemeindeversammlung hier in der Kirche. Am nächsten Donnerstag ist Gemeindegebet am 7. Abend im Jugendraum. Und nächsten Sonntag, 15. Mai, ist da wieder in der Kirche Gottesdienst mit meiner Kollegin, der Pfarrerin Madeleine Koch. Und sie wird auch wieder eine Taufe haben. Oder mehrere. Eine. Wir haben ein bisschen einen Taufstau nach der Corona-Krise. Eine Taufe nach der anderen. Aber ist ja schön. Ich habe dann vom 13. bis 20. Mai Ferien. Die Vertretung übernimmt meine Kollegin Madeleine Koch. Dann darf ich ganz herzlich danken der Christine Amstutz an der Orgel und dem Alphorn, unserem Sigrist Albert Schrand und unserem Kameramann Toni Hari. Er kommt nachher dann oben runter und tut als Kirchgemeindepräsident auch noch die Kirchgemeindeversammlung leiten. Wir wollen ins Schlusslied 347 einstimmen, wenn wir jetzt weitergehen. Wir singen alle 3 Strophen.
wünsche euch allen noch einen guten Sonntag und eine gesegnete nächste Woche. Das Ausgangsspiel der Orgel hören wir uns dann wieder sitzend an. Danach können die, die nicht zur Kirchgemeindeversammlung können oder wollen bleiben, die Kirche verlassen. Die, die zur Gemeindeversammlung wollen bleiben, bitte ich dann ein bisschen in den vorderen Teil der Kirche zu kommen. Zuerst bitte ich euch aber zum gemeinsamen Unser Vater-Gebet, der Sendung und dem Zuspruch von Gottes Segen aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Antlitz über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.